Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Lachzentrale. Heute zeige ich dir einen Klassiker für Ostern und zwar Pinsen. Letzte Woche habe ich dir ja gezeigt, wie man ein Büro schlechtet oder ein Bürohasen draus macht. Und heute zeige ich dir einen anderen Klassiker, der was jetzt schon ein bisschen untergegangen ist, aber meiner Meinung nach eigentlich viel besser ist als der Brioche, und zwar eben die Pinse. Und wenn dich das interessiert und möchtest unbedingt lernen, wie das geht, dann bleib unbedingt dabei und ich würde sagen, legen wir los. Für unsere Pinsen brauchen wir Zucker, Salz, Milch, Mehl, Butter, Hefe, Anis mit Martini und Dotter. Als erstes müssen wir den Martini mit den Anis einen Tag vorher ansetzen und dann können wir schon am nächsten Tag mit unserem Hefeteig starten. Dafür mache ich jetzt einen Dampferl, da wir unsere Hefe eingefroren hatten. Bei den Dampferl sollte die Milch etwas warm sein, da es die Hefevermehrung verstärkt. Sobald das Ganze so aussieht wie auf dem Video, kannst du es dann für 15 Minuten gehen lassen. Das Ganze könntest du natürlich auch mit einem direkten Verfahren machen, das bräuchte natürlich länger. Dann können wir auch mit unserem Teig schon beginnen. Wir geben alle Zutaten wie Mehl, Hefe, also unseren Vorteig, Dotter, Salz, Zucker, Butter und unseren Anisansatz reingeben. Dann können wir das Ganze für 2 Minuten lange zusammenmischen und sobald sich der Teig bindet, nochmal für 5 Minuten lange kneten. Sobald der Teig dann die ganze Flüssigkeit aufgenommen hat, sollte er an der Oberfläche schön glatt sein und sich vom Kesselrand lösen. Dann können wir den ganzen Teig für 30 Minuten lange abdecken, dann wieder zusammenstoßen, also wieder durchkneten, wieder abdecken und für 30 Minuten wiederum rasten lassen. Das hat wiederum den Vorteil, dass die Klebestränge dadurch neu vernetzt werden und das Aufgehen gleichmäßig entsteht. Jetzt ist unser Teig auch schon fertig, um abgewogen zu werden. Die einzelnen Stücke sollten hierbei um die 400 Gramm wiegen. Und sobald wir alle Teile abgewogen haben, können wir diese auch schon schleifen. Achtet wiederum darauf, dass beim Schleifen wirklich eine gute Spannung entsteht, dass unser Teigling wirklich gut aufgehen kann. Achtet darauf, dass ihr die Tischplatte beim Schleifen nicht zu sehr bestäubt, weil sonst der Teigling nicht kleben bleibt. Und das brauchen wir aber dafür, dass wir wirklich eine gute Spannung zusammenbekommen. Sobald alle Teiglinge geschliffen sind, können wir auch diese schon auf ein Backblech setzen und diese dann nur noch bestreichen. Jetzt warten wir, bis sie zur Dreiviertelgare aufgegangen sind. Dann können wir sie wiederum bestreichen und mit einer geölten Schere, wie ich jetzt auf dem Video zeige, mit der typischen Dreieckform einschneiden. Wenn ihr eure Schere dafür nicht ölen würdet, kommt das Problem zum Vorschein, dass sie am Teig kleben bleibt und die Pinsel dann zusammenfällt. Jetzt können wir auch unseren Backofen schon auf 190 Grad vorheizen, denn die Pinsen brauchen jetzt dann 30 Minuten, um wirklich schön goldbraun zu werden. Osterpinsen sind wirklich mal echt was Klassisches, was jetzt nicht so oft auf den Tisch kommt, jetzt vergleichbar mit einem Brioche. Deswegen würde ich einfach mal sagen, probiert wirklich das Rezept aus, es ist echt genial und einfach mal etwas anderes als der normale Zopf zu Ostern. Somit bleibt mir nur noch zu sagen, frohe Ostern, viel Spaß beim Nachmachen und schreibt mir doch Kommentare, wie es euch mit meinem Rezept ergangen ist. Nicht vergessen, lasst auch noch einen Daumen nach oben da, dann seht ihr noch viele weitere Videos wie dieses.